an die Mauer und bei dir hinweg. Denk an seine Power und das Ziel gesteckt. Schenk ihm dein Vertrauen, hör zu zweifeln auf. Denn alles ist möglich, den der Glaube sagt, alles ist möglich, alles ist möglich. Spektakuläres Lichtspiel trifft Rokoko-Kunst, christlicher Hip-Hop trifft katholische Liturgie, Tradition, Moderne, alles wird eins und im Mittelpunkt steht Jesus Christus. Keine Frage, hier handelt es sich um einen ganz außergewöhnlichen Gottesdienst. Entstanden ist das Projekt Beat and Light Church aus einer spontanen Idee heraus. Die Kirche versteht sich ja seit jeher als junge Kirche. Und warum soll man dann auch nicht junge Elemente, die gerade jetzt in dieser Zeit eben auch im privaten Umfeld dabei ist, warum soll es nicht auch jetzt in der Kirche sein? Das ist eigentlich die Frage, die wir uns gestellt haben und deswegen machen wir das. Für die Besucher ist dieser Abend wie eine Art Überraschungspaket. Keiner weiß genau, was ihn als nächstes erwartet. Sie sind gespannt, was Licht und Musik anstellen. Mit diesen dann doch wieder ganz vertrauten Elementen der Liturgie. Für Priester Rainer Flori ist das kein Widerspruch. Die Kirche hat ja zu allen Zeiten versucht, die Kultur auch aufzunehmen. Also anderer Zeit die barocke Kultur, in unserer Zeit ist es der Versuch, einmal mit diesen Möglichkeiten des Lichts und natürlich auch einer anderen Musik, so wie ich das zu Beginn ja auch gesagt habe, einmal das Ganze in ein anderes Licht zu bringen. Die gleiche Botschaft und die bekannte Botschaft, aber vieles erschließt sich ja dann auch nochmal anders, wenn man es mal in einem anderen Rahmen hört. Und so geht es auch in den Songs der Band Capo di Capi um Gott und seine Liebe zu den Menschen, aber auch um den ganz normalen Alltag junger Leute. Ihre Texte haben Tiefgang, es ist ihre Art zu glauben und die teilen sie gerne mit anderen Menschen. Ich weiß, dass Leute, auch wie das Wort sagt, wie die Bibel sagt, durch das Hören entsteht der Glaube und wenn Leute eben das Wort Gottes hören, auch in gerappter Form oder in welcher Form auch immer, dass es eine Kraft hat, dass es eine Wirkung hat. Und deswegen glauben wir, dass es auch einfach ja, eine Kraft hat, wenn wir über Gott rappen und den, unseren Glauben in die Texte packen. Mir hat es total gut gefallen. Und die Muttergotteskapelle in einem ganz anderen Licht, wunderschön. Es ist gewohnheitsbedürftig, es ist einfach ein anderer Stil, aber war spannend. Ja, war gut. Für mich war es das erste Mal, dass ich hier war, muss ich sagen. Aber es war, also ich fand die Musik ganz gut und ich fand die Lichter und die allgemeine Beleuchtung sehr gut. Im normalen Gottesdienst sind die Texte, glaube ich, eher langweiliger und langsamer. Da ging es richtig ab heute. Würde es freuen, wenn sie es ja, noch die nächsten Jahre auch machen. Zum vierten Mal hieß es in der Pfarreiengemeinschaft Hauenstetten nun schon Beat and Light. Die Muttergotteskapelle bot dafür eine ganz besondere Kulisse. Und mit Sicherheit trafen dort auch nicht zum letzten Mal coole Beats und Glaube aufeinander.